Guten Tag, Frau Sabatina James. Sie behaupten, dass nach dem Koran diejenigen, die den Islam nicht annehmen, bekämpft, erniedrigt, ja sogar getötet werden. Doch wenn wir uns den Koran anschauen, sehen wir, dass im Koran eine wahre Demokratie herrscht und geschweige denn vom Töten, dass niemanden beim Glauben Zwang ausgeübt werden darf. Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan, kein Zwang im Glauben, Sure Baqarah, Vers 256. Ein anderer Vers, der dieselbe Tatsache erwähnt, ist der folgende. Und wenn dein Herr es gewollt hätte, wären alle auf Erden allesamt gläubig geworden. Willst du etwa die Leute zwingen, gläubig zu werden? Es gibt keine Situation, in der ein Muslim in Zorn gerät. Das Einzige, was ein Muslim von anderen Menschen verlangt, ist, dass sie an Gott glauben und entsprechend der koranischen Moral leben. Aber dies ist nur durch die Gnade Gottes möglich. Egal was wir tun oder wie wir versuchen, den Menschen die Wahrheit zu erklären, die Herzen der Menschen sind in den Händen von Gott. Gott erinnert mit folgendem Vers die Muslime an diese wichtige Tatsache. Wissen die Gläubigen etwa nicht, dass Allah alle Menschen recht leiten würde, wenn er es wollte? Die Demokratie wird im Koran in folgendem Vers erwähnt. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sprich, meine Taten betreffen mich und eure Taten betreffen euch. Ihr seid meines Verhaltens los, ledig, und ich bin los und ledig eures Verhaltens. Sure Jonas, Vers 41. Und in der Sure Kafirun, sprich, o ihr Gläubigen, ich verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre. Und ich werde kein Verehrer dessen sein, was ihr verehrt, und ihr werdet kein Verehrer dessen sein, was ich verehre. Euch, euer Glaube, und mir, mein Glaube. Dschihad ist ein arabisches Wort und bedeutet Bemühung. Die Muslime führen heute gegen die Ungläubigen in dem Sinne einen Dschihad, in dem sie gegen das System des Aberglaubens, nämlich den Darwinismus und Materialismus, einen intellektuellen und wissenschaftlichen Kampf führen. Das heißt, sie erklären anhand von wissenschaftlichen Argumenten die Ungültigkeit der Evolutionstheorie und somit führen sie einen intellektuellen und wissenschaftlichen Kampf gegen den Antichristen, nämlich den Darwinismus. Gewalt im Islam ist nur in Form eines Verteidigungskriegs erlaubt. Denn wenn man nach dem Koran einen Menschen tötet, ist es so, als hätte man die ganze Menschheit getötet. Mord ist einer der größten Sünden im Islam. Allah fordert die Gläubigen dazu auf bester Art und Weise nach der Wahrheit die Menschen einzuladen. In einem Vers wird diese Tatsache so erläutert. Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Lade zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung ein und diskutiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Siehe, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Weg abgeirrt ist, und er kennt am besten die Rechtgeleiteten. Eines der Beispiele zu diesem Thema ist der Befehl von Allah an Moses und Aaron, zu Pharao zu gehen und mit ihm auf freundliche Weise zu sprechen. Geht beide zu Pharao. Siehe, er überschreitet das Maß. Durchsprecht mit ihm auf freundlicher Weise, vielleicht lässt er sich ermahnen oder lernt zu fürchten. Anhand dieser Verse aus dem Koran erkennen wir, dass die Quelle des Terrors nicht der Islam, sondern der Darwinismus ist. Darum der Darwinismus, da Darwin in der Entwicklung seiner Theorie von einer grundlegenden Voraussetzung ausgeht. Und zwar, die Entwicklung der Lebewesen hängt vom Kampf ums Überleben ab. Der Starke gewinnt den Kampf, die Schwachen sind zu Untergang und Vergessenheit verurteilt. Der Islam ist also nicht die Quelle des Terrorismus, sondern die Befreiung davon. Manche Menschen, die behaupten, sich ihrer Religion entsprechend zu verhalten, mögen ein falsches Verständnis ihrer Religion haben oder sie falsch ausüben. Aus diesem Grund bekommt man ein falsches Bild von jener Religion, wenn man sich an den Taten solcher Menschen orientiert. Der beste Weg, den Islam zu verstehen, ist durch seine heilige Quelle. Die heilige Quelle des Islams ist der Koran und die Ethik des Korans. Das heißt, der Islam ist etwas völlig anderes als die Vorstellung, die sich einige Menschen im Westen davon gebildet haben. Die Lehren des Korans sind auf den Idealen der Tugendhaftigkeit, der Liebe, des Mitgefühls, der Gnade, der Bescheidenheit, der Opferbereitschaft, der Toleranz und der Friedfertigkeit begründet. Und ein Muslim, der tatsächlich diesen moralischen Grundsätzen entsprechend lebt, ist in hohem Grade kultiviert, bedacht, tolerant, vertrauenswürdig und zuverkommend. Seinen Mitmenschen erweist er Liebe und Respekt und auf seine Umgebung strahlt er Zufriedenheit und Lebensfreude aus.